Das ist Jesus Christus. Der gebürtige Bethlehemer ist auf dem Weg zu einem dringenden Gerichtstermin. Herr Christus verklagt heute die CSU. Also für mich ist das ein eindeutiger Fall von Missbrauch meiner Namensrechte. Schließlich ist Christus mein Nachname und diese sogenannte christlich-soziale Union benutzt seit Jahren das Wort christlich und dabei verhalten die sich gar nicht christlich. Diese scheinheiligen Ledersäppel. Ist doch wahr. Der Fall Christus gegen die CSU sorgt bundesweit für Aufsehen. Der erste Verhandlungstag beginnt mit einem Paukenschlag. Die Anklage beweist, als christlicher Moralapostel spielt sich bei der CSU ausgerechnet ein Ehebrecher auf. Also bei dieser Doppelmoral, da habe ich echt gelitten. Und Sie wissen, ich kann leiden. Der Hauptanklagepunkt gegen die CSU lautet: Schaffung eines unchristlichen Klimas voller Fremdenfeindlichkeit. Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Da werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Also genau das meine ich. Da redet man sich jahrelang den Mund fusselig mit Liebe deinen Nächsten und so, und dann kommt so einer. Ey, dass da die Leute fremdenfeindlich werden, ist überhaupt kein Wunder. Und mit Wundern kenne ich mich aus. Ja. Als Zeuge ist uns jetzt Horst Lorenz Seehofer zugeschaltet. Grüß Gott. Du mich auch. Herr Seehofer, sind Sie christlich? Ja, natürlich. Das heißt, Sie könnten aus dem Stand jetzt eine Bibelstelle zitieren? Herr, lass es Hirn regnen. So viel Hirn, wie der braucht, kann ich gar nicht regnen lassen.